Und Melina haben sehr viele geschrieben. Was hat Melina gemacht? Melina hat, oh, Notaufnahme, darum muss ich operiert werden. Oh nein, sag nicht, ihr neues Tattoo hat sich entzündet oder so. Hat Melina eine Blutvergiftung bekommen? Oh mein Gott. Ich hab's direkt gedacht. Ich weiß, dass Melina ein neues Tattoo hat. Sie hat ihr altes Tattoo überstechen lassen. Sie hatte früher... Oh mein Gott, Leute. Sie hatte früher ein Tattoo, das sah so aus. Schaut mal, hier. So eine Weltkugel. Diese Weltkugel hat sie überstechen lassen mit einer Rose oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, mit einer Rose, glaube ich. Und die hat ein komplettes Cover abgemacht. Also die komplette Hand war voll und es war ein riesengroßes Tattoo, ne? Naja, ein Tattoo kann halt auch schief gehen, wie man wahrscheinlich an diesem Video sieht. Wir gucken mal rein. Das Tattoo wird komplett zerstört sein. Und oh nein, oh Gott, das ist halt das Schlimmste an so einem Tattoo. Es ist halt eine offene Wunde. Und wenn das nicht perfekt gepflegt wird, kann es halt passieren, dass es halt sich entzündet. Es kann eine Blutvergiftung passieren. Es kann halt so viel schief laufen. Gerade an Tattoo an der Hand, ne? Das ist ja ihre linke Hand. Ja, wenn die damit viel macht und ich sag mal spült oder wäscht oder irgendwas, hast du ständig Kontakt mit Bakterien, ne? Hand ist natürlich auch da, wo die meisten Bakterien sind. Oi, oi, oi. Ich fange erstmal ganz von vorne an. Ich bin nach Deutschland gekommen und hatte einen Tattoo-Termin. Oh, sie ist sogar extra nach Deutschland dafür gekommen. Aber warum? In Island kann man bestimmt auch richtig gute Tattoos machen. Und zwar habe ich mir... Cover abmachen lassen. Ihr wisst, ich hatte hier auf meinem Handrücken eine Weltkugel. Das habe ich alles mitbekommen. Da habe ich ja gerade auch erzählt, das habe ich alles mitbekommen. Die wollte ich nicht mehr haben. Das war das einzige Tattoo, wo ich so dachte, die Weltkugel, okay, wäre sie irgendwo anders gewesen, aber auf meinem Handrücken hatte ich halt einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, ich hatte Bock, dass ein großes Tattoo auf meiner Hand ist, was meine ganze Hand quasi ausfüllt. Das ist ja schön und gut. So, dann bin ich zu diesem Tattoo-Artist hingefahren. Shoutout an Nino. Also erstmal, was ich euch als Tipp geben würde, wenn ihr wirklich vorhabt, ein großes Tattoo zu machen, wie zum Beispiel jetzt so ein komplettes Handcover-Up, wo auch sehr viel Schwarz drin ist, sehr viel Farbe ausgefüllt wird, also ein sehr, sehr großes Tattoo, was auch mit Farbe ausgefüllt ist. Vor allem an solche Stellen wie Hand oder Hals oder Gesicht oder irgendwie sowas oder auch Füße, dann sucht euch am besten einen Zeitraum aus, wo ihr am besten gar nichts machen müsst. Also nicht arbeiten müsst, am besten Urlaub habt, weil dann könnt ihr einfach im Bett liegen, Netflix gucken, YouTube gucken und einfach wirklich gar nichts machen und euer Körper kann sich heilen und regenerieren. Ihr cremt ihn einfach nur fleißig ein, macht einfach nichts, damit euer Körper gar kein Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Keine Arbeit halt einfach. Und auch keinen anderen Menschen. Wenn du viel mit anderen Menschen in Kontakt bist. Also einfach nehmt euch Zeit, wenn ihr ein Großtattoo macht, nehmt euch Zeit, dann auch ein bisschen zu regenerieren, weil es ist eine Wunde an eurem Körper. Und hab mich halt tätowieren lassen. Das war ungefähr, ja, das war das schmerzhafteste Tattoo, was ich bekommen habe. Gerade Handrücken ist halt echt mies. Also das war noch ein bisschen krasser als Schienbein. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die das Ganze so groß gemacht hat und mit Farbe und so. Ich glaube, die Welt wird wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen sein, weil es ja nur die Umrisse und zack, aber hier wurde ja wirklich richtig mit Farbe gearbeitet. Das ist immer schlimmer, weil so länger du tätowierst, desto intensiver wird der Schmerz. Wobei ich dachte, das Schienbein so das Heftigste gewesen wäre. Diese volle Nase triggert so. Es tut mir leid, Leute. Entschuldigung, dass ich erkältet bin. Ja, ich werde mir jetzt die Nase putzen. Jetzt geht's besser. So, auf jeden Fall hatte ich dann ein schönes Cover. Ah, ist mehr an dieser Stelle. Ja, man kennt ihn. Ab, diese Rose sieht hoffentlich immer noch in Ordnung aus. Oh mein Gott, das Tattoo muss auf jeden Fall nachgestochen werden. Bin dann nach Hause gefahren und... Übrigens, mein Tattoo ist sehr gut verheilt. Ich habe ja hier so ein neues, also ganz kleines Tattoo hier. Und zwar, ihr habt es ja gesehen, das grüne Monetarisierungszeichen. Und ich kann euch eine Sache sagen, einen lustigen Fact. Seit ich dieses Tattoo habe, ja, seit ich das grüne Monetarisierungszeichen habe, ist kein Video mehr von mir gelb geworden. Kein Video ist mehr gelb geworden. Alle Videos ab dem Zeitpunkt grün. Auf Ungespielt, Hochformat überall, alle Videos grün. Hat YouTube vielleicht das gesehen und gedacht, okay, dann müssen wir jetzt die Videos grün machen? Geil, war auf jeden Fall nice. In der zweiten Nacht bin ich aufgewacht, weil ich so dolle Schmerzen hatte an meiner Hand und habe gar nicht weiter hingeguckt, weil ich irgendwie im Halbschlaf war und dachte, das sind ganz normale Tattoo-Schmerzen. Bin dann aufgestanden, habe mir Schmerztabletten reingezogen und bin wieder zurück ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen, also mein Wecker hat um 5 Uhr geklingelt, weil ich eigentlich zurückfliegen wollte nach Island, konnte aber irgendwie meine Hand nicht mehr richtig bewegen. Und dann habe ich ein Video gemacht. Ich sag jetzt schon mal vorher, das kann ein bisschen eklig sein. Oh Gott, bitte zeig es. Warte mal kurz. Ich muss jetzt kurz das Bild einmal auf die andere Seite nehmen. Moment. Das ist das Video. So sah die Entzündung da aus. Okay, es geht noch, Leute. Man sieht halt ein bisschen Eiter und Ausfluss und Wundflüssigkeit. Es geht aber noch. Ja, aber trotzdem, ich will es jetzt nicht hier zwanghaft reinzeigen, weil manche Leute finden sowas einfach ekelhaft. Hab dann gesagt, ich kann auf gar keinen Fall nach Island fliegen, weil ich kann ja nicht mal Gepäck tragen. Ich kann
ich kann ja nichts machen. Wie soll ich denn dahin, wenn ich nicht mal einen Koffer hochheben kann? So. Dann bin ich zum Arzt gefahren. Der Arzt hat mir da eine Salbe drauf gemacht und einen Verband drum und... Ich weiß, wie viele Leute immer bei ungeschickt essen, deswegen mache ich es nicht. Hat mir noch Antibiotikum gegeben. An dieser Stelle will ich sagen, dass jedes Mal, wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, unterschreibt man quasi so einen Wisch, wo schon drin steht, dass das auch unschön enden kann, weil sowas kann immer schief gehen. Das lag nicht. Ich habe gar nichts unterschrieben, als Carina mich tätowiert hat. Und Jan auch nicht. Wir können Carina anzeigen, aber wir haben beide richtig Glück gehabt. Unsere Tattoos komplett nichts mit gewesen. Also bei mir war wirklich, also ich habe von ihr noch so eine Hasselbutter bekommen. Hasselbutter, das ist so eine vegane Tattoo-Creme. Und ich habe mein Tattoo mal eingecremt damit. Und Digga, das ist so gut geheilt wie kein anderes Tattoo bis jetzt. Also Carina, Kuss geht raus. War nicht seine Schuld, das haben auch die Ärzte gesagt. Das war einfach mein Körper. Er hat blöd reagiert und es kann passieren. Ja, genau. Es musste sich zwangsläufig jetzt daran liegen, dass ihr Tätowierer irgendwas falsch gemacht hat. Es kann auch einfach sein, dass sie vielleicht auch irgendwas danach falsch gemacht hat. Dass sie vielleicht sich danach mit ihrem Tattoo irgendwo drangekommen ist, was nicht steril war oder so. Das kann auch einfach gar nichts damit zu tun haben. Es kann auch einfach sein, dass ihr Körper einfach schlecht drauf reagiert hat. Ja, nichts gegen ihren Tätowierer, genau. Dann bin ich zu meiner Mom ins Büro gefahren und auf einmal wurde mir so schwindelig. Und ich hatte so Kreislauf. Das hatte ich sowieso schon den ganzen Tag so ein bisschen und ich hatte auch hier, hier sitzen ja so Lymphknoten, hier hatte ich schon voll die Schmerzen und hier und dann dachte ich so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich neige aber immer dazu, mich so ein bisschen verrückt zu machen, was sowas angeht. Also wenn ich darüber lese, was eine Blutvergiftung ist zum Beispiel, dann bekomme ich diese Symptome. Zumindest war das früher so. Heute ist das nicht mehr so extrem bei mir. Aber meine Mama kennt mich natürlich, hat gesagt, ja, das ist bestimmt... Das ist bestimmt nicht so. Das ist in deinem Kopf. Was hätte Monte jetzt gesagt, als sie ihren Arm so hochgehoben hat? Schöne Achsel, ja. Irgendwann haben wir nachgeguckt und da ging hier von diesem Tattoo aus so rote Streifen am Arm. Ach du Scheiße, das ist Blutvergiftung, ja. Ein roter Streifen. Huh! Um Gottes Willen! Ich schon so, das ist aber irgendwie komisch. Ja, und dann haben wir gegoogelt, Symptome einer Blutvergiftung oder Lymphangitis, so heißt das. Ich habe langsam Fieber bekommen, ich war sehr warm, ich hatte Kreislauf, mir war schlecht, ich hatte so einen roten Strich, der hier lang gegangen ist, dann habe ich gesagt, okay, ich fahre wieder zum Arzt. Und er hat dann gesagt, nimm dieses Antibiotikum, warte 1-2 Stunden und wenn es halt nicht besser wird, dann würde ich auch nicht warten, dann würde ich sofort ins Krankenhaus. Und dann ist meine Mom nach Hause gekommen, wir haben gesagt, okay, das macht keinen Sinn, ab ins Krankenhaus, ab in die Notaufnahme. So, wir ins Krankenhaus gefahren, mein Arm wurde zu dem Zeitpunkt, ich blende euch hier ein Bild ein, wurde immer... Oh, ganz rot, der komplette Arm. Immer, also die roten Streifen wurden immer mehr und sie gingen immer weiter meinen Arm hoch. Das sah nicht gut aus. Wir dann also in der Notaufnahme gewartet, dann irgendwann sind wir endlich drangekommen, reingegangen, der Arzt guckt mich an, guckt sich dieses Dings an und sagt, ach du Scheiße. Guter Arzt auf jeden Fall, er hat sie beruhigt. Der Arzt hat so gelernt in der Arztschule, beruhigen sie Patienten. Ach du Scheiße, oh mein Gott, du wirst down gehen, Mädchen, du wirst down gehen. Alter Schwede, aber Melina hat ja auch in letzter Zeit echt Pech. Die hat letztens erst diagnostiziert bekommen, dass sie halt nicht so eine starke Knochendichte hat. Hatte da ja auch einen Sportunfall mit ihren Knochen. Jetzt hat die eine Blutvergiftung durch ihr Tattoo. Alter, die kriegt aber gerade alles ab, was schief gehen kann am Körper. Der Arzt hat dann hier meinen Ärmel hochgemacht und diese roten Streifen gingen schon bis hier. Und die dürfen nicht, und wenn die bis zum Herz gehen, ist vorbei, glaube ich, ne? Das ist nicht so gut. Ich musste den Arm also ruhig halten. Das war ganz wichtig für die Entzündung, für das Tattoo und auch für diese Lymphangitis oder Blutvergiftung oder was auch immer das jetzt war. Und habe dann einen Gips bekommen und das war somit das Schmerzhafteste. Oh mein Gott, als die dann meine Hand genommen haben und die mussten die so biegen in diesen Gips. Oh mein Gott, überleg mal, du hast gerade ein frisches Tattoo und kriegst dann einen Gips auf dein Tattoo. Och nee, ist das alles eine Scheiße, Alter. Das wünscht man keinem, das wünscht man wirklich keinem. Gips drum. Und dann wurde ich hochgebracht ins Zimmer und dann, Leute, wirklich, dann fing die schlimmste Zeit ever an. Ich habe euch das nicht öffentlich gezeigt, wie schlecht es mir wirklich ging. Und deshalb hatten manche so, ich hatte so 1, 2, 3 Kommentare gelesen, wo die meinten, eine Blutvergiftung ist viel schlimmer, da geht's viel zu gut. Oh mein Gott, ich blende euch einfach mal hier ein Video ein, wo ich versucht habe, Tabletten zu nehmen. Also, aber fangen wir von vorne an. Ich war also oben auf dem Zimmer. Mir wurde dann 3-4 Mal am Tag, ich weiß gar nicht wie oft, Antibiotikum in die Vene gepumpt. Und es wurde, also das Fieber wurde nicht besser. Ich hatte zwischendurch richtig heftigen Schüttelfrost. Also wirklich, das war richtig unlustig. Ich konnte meinen gesamten Körper gar nicht mehr wirklich bewegen. Also ich konnte nicht mal mehr wirklich nach rechts greifen und mir eine Flasche Wasser nehmen.
und was trinken, weil ich einfach so Schmerzen hatte. Mein Fieber war immer so auf knapp 40, also 39,6. Uff. Oioioi, alles so wegen dem Tattoo. Scheiße. Und dann habe ich halt... So ärgerlich, dass so eine Scheiße passiert wegen etwas, wo du einfach nur so ein bisschen, ja, ein bisschen deinen Körper verschönern möchtest, was so eigentlich gar nicht so nichts Entscheidendes ist, so, aber das macht plötzlich so viel kaputt. Tabletten dagegen bekommen, gegen dieses Fieber, damit sich der Körper ein bisschen beruhigen kann. Aber ich habe wirklich gemerkt, sobald ich angefangen habe, ein bisschen zu frieren, wusste ich genau, oh mein Gott, es dauert jetzt genau 10 Minuten, dann geht es mir wieder richtig kacke. Das Fieber ging dann runter, das hat dann so 4 Stunden gehalten, diese Medikamente. Und dann habe ich wieder angefangen zu frieren, dann wieder Schüttelfrost, dann wieder extremes Fieber, extreme Schmerzen im Körper. Und das ging tatsächlich so über 2 Tage. Ich schwör's euch, 2 Tage haben sich angefühlt wie eine Woche. Um Gottes Willen. Oh. Ich bin einfach nur froh, dass sie jetzt scheinbar alles hinter sich hat und dass nichts irgendwie, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, dass sie da irgendwas Bleibendes bekommen hat. So, das wäre das Allerschlimmste. Irgendwie im schlimmsten Falle Lähmungserscheinung in der Hand oder irgendwas oder vielleicht sogar eine Amputation oder so, wenn es so schlimm gewesen wäre. Also wenn es nochmal sich so richtig krank entzündet hätte und bla, ich weiß nicht. Aber ich bin einfach nur froh, dass sie es irgendwie alles überstanden hat. Oh, ist das ätzend, sowas zu hören. Jeden Morgen mussten die hier oben aufschneiden. Also der Gips war nur von unten, hier oben wurde aufgeschnitten. Das wurde sich angeguckt und jeden Morgen sah es ein wenig schlimmer aus, bis dann eines Morgens der Arzt gekommen ist und gesagt hat, ups, das sieht ja ganz schön eklig aus. Ich sag euch wieder, wer es nicht sehen will. Guck. Oh ja, okay, warte, ich mach's ganz kurz. Jetzt wird's wahrscheinlich schlimmer. Das ist schon sehr eklig. Also, das ist das Bild. Ja, okay, das zeige ich euch jetzt besser nicht, denn das sieht wirklich ruppig aus. Also, kurz um's zu beschreiben, es sieht fast schon aus, als hätte sie eine heftige Verbrennung bekommen, als wäre sie überschüttet worden mit kochendem Wasser an der Stelle. Eiter, Bläschen, Entzündung, rote Stellen, Hautabschürfungen, alles zusammen und dann noch dieses entzündete Tattoo, was auch nicht schön aussieht. Also ja, könnt ihr euch auf jeden Fall bei Melina Sophie auf dem Kanal anschauen und ihr ganz viele liebe Nachrichten schreiben, dass sie es überstanden hat. Aber uff, Alter, das ist schon grenzwertig. Der Arzt gesagt, okay, das geht nicht, wir müssen dich operieren. Und dann habe ich so gedacht, ach du Scheiße, ich wurde noch nie in meinem Leben operiert. Ich war noch nie in meinem Leben in der Narkose. Da sind mir auf jeden Fall so ein bisschen die Tränen gekommen. Ich hatte echt Angst, also ich hatte wirklich Schiss davor so. Aber was muss, das muss. Dann kam eine andere Ärztin, hat mich halt darüber aufgeklärt, was es für Risiken gibt, bla bla bla. Und was eigentlich gemacht werden muss. Im besten Fall sollte nur oberflächlich gereinigt werden. Also diese ganzen Pusteln mussten weg, bla bla bla. So ein bisschen abgeschabt, was auch immer. Im schlimmsten Fall müsste man das oben sauber machen und einen Schnitt machen und gucken, wie tief die Entzündung liegt. Ach du Scheiße! Und wenn die tief ist und wenn da sehr viel Eiter und sowas drin ist, Junge, das ist so eklig, müsste man da Schläuche reinmachen, damit das ablaufen kann. Und da dachte ich so, oh mein Gott, mein Tattoo wird einfach gefickt sein. Dieses Tattoo wird komplett zerstört. Dass sie noch immer über ihr Tattoo nachdenkt und nicht über ihre Hand. Weil es hätte ja auch passieren können, dass sie bleibende Schäden an der Motorik oder an der Hand behält. Dass sie einfach denkt, oh, das Tattoo wird nicht mehr gut aussehen, aber dass sie nicht darüber denkt, oh, vielleicht kann ich meine Hand nicht mehr vernünftig bewegen. Da sieht man noch, dass sie vielleicht in dem Moment gar nicht realisiert hat, wie heftig das eigentlich ist. Weil es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. Und da ist das Tattoo das Unwichtigste, was da hätte passieren können. An dieser Stelle nochmal, das hat nichts mit dem Tätowierer zu tun, das war mein Körper, der blöd reagiert hat. Dann ging das alles relativ schnell. Ich musste mich sofort umziehen, weil der OP gerade frei war und wurde dann mit meinem Bett quasi runtergeschoben, wusste nicht genau, was jetzt gemacht wird, ob es jetzt zum besten Fall oder zum schlimmsten Fall kommt, hatte aber weniger Angst, als ich dachte. So, und jetzt kommt die geile Erfahrung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so für jeden, der mal operiert wird in der nächsten Zeit oder so, für jeden, der Angst hat vor einer Narkose, habt da keine Angst. Es war die geilste Erfahrung ever. Habt keine Angst davor, es war die geilste Erfahrung. Also ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich narkotisiert wurde, war, als ich mir ein Stück aus meinem Unterschenkelknochen rausgebrochen habe, bei einem Skateunfall, als ich so 15 oder so war. Und da wurde ich auch narkotisiert und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Es war, also ich fand es gar nicht geil, weil dieses gezwungene Einschlafen und dann wachst du auf, raffst gar nichts mehr. Und ich weiß noch, das erste, was ich gesagt habe, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht war, hä? War doch gar nicht so schlimm, oder? Und dann sagt der Arzt, ja, für dich nicht. Aber wir haben gerade irgendwie 5 Stunden am Stück operiert. Die hatten irgendwie eine 5-Stunden-OP. Eine 5-Stunden-OP an meinem Knie. GG. Und ich habe einfach gesagt, war auch gar nicht so schlimm. Das war das erste, was ich gesagt habe, war doch gar nicht so schlimm. In diesen Vorraum geschoben, vor diesem OP-Raum. Und habe so in diesen OP-Raum reingeguckt und dachte schon so, boah, sieht da voll geil aus. Das sind so Riesenlampen, so Fliesen. So. Das war meine schlimmste Knochenverletzung auf jeden Fall. Also ich habe mir ein Stück von meinem Knochen rausgehauen und dann wurde das so ein Stück rausgenommen. War lecker. Dann hat dieser Arzt
gesagt, okay, ich spritze dir jetzt was. Das ist so eine, meine Mom nennt das immer die Scheißegal-Spritze. Damit man so ein bisschen runterkommt, man wird schon ein bisschen müde. Vielleicht ein bisschen die Scheißegal-Spritze. Okay, Leute, in Frankfurt auch. Damit man ein bisschen runterkommt. Die Scheißegal-Spritze. Wurde mir dann gespritzt und dann auf einmal hatte ich so ein ganz komisches Gefühl im Hals, schon so 2 Sekunden danach und habe so gehustet und dann meinte der Arzt so, ah, es fängt schon an zu wirken. Und dann dachte ich so, hä? Und das ist wohl ein bisschen kratzig gewesen am Anfang, keine Ahnung. Wurde dann in diesen Raum reingeschoben. Ich war nach 5 Sekunden wirklich schon so mega müde und alles hat sich so gedreht. Ich weiß noch, ich habe auf diese Fliesen geguckt, alles hat sich gedreht, mir war schwindelig. Aber nicht, es hat sich nicht scheiße angefühlt. Also es war ein sehr angenehmes Gefühl. Und ich weiß noch, ich habe die Augen zugemacht und habe so in meinem Kopf gedacht, boah, die können jetzt echt machen mit mir, was sie wollen. Ist mir scheißegal. Okay, kein Kommentar an dieser Stelle, kein Kommentar. Wir denken uns unseren Teil. Dann hat der Arzt meinen Arm hochgemacht, hat mich angeguckt, gesagt, okay, ich spritze dir jetzt was und dann wirst du ganz langsam einschlafen. Leute, ich habe diese Spritze bekommen, ich war nach 2 Sekunden weg, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich habe gefragt, ach so, ist das jetzt die Narkose? Hat er gesagt, ja. Und dann hat er das gespritzt und dann wirklich kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war sofort eingeschlafen. Total geil. Total geil, hä? Warum ist das denn geil? Was ich mich erinnern kann, ist, ich war angeblich in so einem Aufwachraum. Keine Ahnung, ich war viel zu weg. Ich habe mich nicht umgeguckt, ich wusste nicht, wo ich da war. Mit einer Krankenschwester und ich glaube dem Arzt. Und ich hörte nur so... Boah, ich will am liebsten nie wieder eine Narkose bekommen in meinem Leben, weil dieser Kontrollverlust, dieses Gefühl... Also wenn, ich hoffe einfach nur, ich breche mir nichts Schlimmes und muss operiert werden oder so, weil eine Vollnarkose... Es ist gut, dass es sowas gibt. Also es ist wichtig, ne? Ich will jetzt nicht eine Vollnarkose haten, aber ich hoffe einfach nur, dass mir sowas erspart bleibt. Ich finde das nämlich genau im Gegenteil, wie Melina es beschreibt. Ich finde Narkose ist, finde ich, gar nicht schön. Einfach. Nee, musste ich nicht haben. Ich so meine Augen auf, ich so, ja. Und dann standen die da halt und dann, ich glaube, das Erste, was ich gefragt habe, war, ob ich mich eingeschissen hätte. Habe ich mich eingeschissen? Weil der Arzt, weil der Pfleger am Anfang meinte, vor der OP, dass ich aufs Klo gehen soll, ne, normal. Und irgendwie dachte ich, ich hätte mich während der OP eingeschissen, keine Ahnung. Und dann haben die so sau gelacht, haben gesagt, nein, hast du nicht. Und dann wollte ich direkt das Telefon haben, weil ich Aber krass, wie viele Leute von euch das geil finden. Also sau viele schreiben, Narkose geilste, Vollnarkose beste und so. Also manche schreiben auch, ja, ich auch nicht. Aber viele finden Vollnarkose tatsächlich geil. Aber keine Ahnung, ich bin vielleicht einfach nicht so ein Mensch für Kontrollverlust. Also deswegen nehme ich auch keine großen Mengen Alkohol zu mir oder Drogen oder sowas, weil ich mag einfach dieses Gefühl nicht, wie auch gerade schon der Sebastian in den Chat geschrieben hat. Ich mag einfach das Gefühl nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also ich bin da einfach kein Fan von. Ich liebe das, einfach das zu tun, was du tun möchtest. Also die Kontrolle zu haben über das, was du tun möchtest. Ich finde das geil. So. Und ja, ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute andere Gedanken haben. So, ja, also ich glaube, es ist eine interessante Erfahrung. Also man kann es ja mal gemacht haben, so eine Vollnarkose. Aber ich persönlich sag's mal so, nee. Heroin ist auch geil, schreibt Bake. Bruder. Schaut das sowieso an. Alle Krankenschwestern, die da waren. Generell an alle Leute aus dem Berufsstand, Kranken, / Altenpflege, sehr wichtige Berufe, die viel zu viel Verantwortung haben für viel zu wenig Gehalt. Da ist etwas, wo Deutschland dringend ein bisschen was tun müsste. Das ist ein Beruf, der viel zu underrated ist. Kai Ömer schreibt, ein Beruf, der aussterben wird gefühlt? Nee, genau, im Gegenteil, Ömer. Das wird bald der Beruf wahrscheinlich sein, den die meisten Mitarbeiter braucht, weil in unserer Gesellschaft wird es immer mehr ältere Menschen geben, damit auch immer mehr Leute, die auf Pflege, beziehungsweise auch die häufiger im Krankenhaus Zeit verbringen und so, geben wird. Und viel weniger junge Menschen, weil unsere Gesellschaft ist im Wandel, die verschiebt sich, weil unsere gesundheitlichen und medizinischen Entwicklungen in der heutigen Zeit so gut sind, dass immer mehr Menschen älter werden, aber immer weniger neue Leute nachkommen, gerade in Ländern, die gut Geld verdienen, wie Deutschland und so, die zeugen nicht so viele Kinder. Und dadurch gibt es immer weniger junge Menschen, immer mehr ältere Menschen. Und deswegen sind gerade alten Krankenpfleger sind der wichtigste Beruf überhaupt. Aber wenn der weiterhin so bezahlt wird, werden die Leute in die Schweiz gehen oder in andere Länder gehen, wo sie halt mehr Geld verdienen. Ich kenne schon sau viele Leute. Also ich habe ja früher eine Heilerziehungspflegeausbildung gemacht, beziehungsweise Erzieher mit Schwerpunkt eben, aber eher auf Menschen mit Behinderung. Und ich habe sehr viele Kollegen, die noch immer in der Branche gearbeitet haben, also Krankenpfleger, Altenpfleger. Und viele sind in die Schweiz gegangen, weil du in der Schweiz einfach für die gleiche Arbeit fast das Doppelte verdienst, weil du in der Schweiz halt einfach einen höheren Verdienst allgemein hast. Und in Deutschland ist es halt so, die Leute in Deutschland holen sich halt sau viele günstige osteuropäische Arbeitskräfte aus Polen und so weiter, aus Tschechien und so weiter und so fort, die dann da in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen und sowas arbeiten. Und das ist halt leider keine gute Entwicklung. Also eine gute Entwicklung
Befürchtung wäre eigentlich, dass die Leute in Deutschland gerecht und vernünftig bezahlt werden, nicht, dass man sich dann Leute aus Niedriglohnsektoren holt. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, da kann man jetzt nicht kurzzeitig was drüber sagen, aber da sollte Deutschland ein bisschen subventionieren, denn das wird sehr unterschätzt. Dafür hat man doppelte Lebenshaltungskosten in der Schweiz. Ja, es gibt sehr, sehr viele Leute, die wohnen in Süddeutschland und arbeiten in der Schweiz und fahren dann wieder nach Süddeutschland und leben halt in Deutschland, arbeiten in der Schweiz, also verdienen mehr Geld und haben aber weniger Lebenshaltungskosten. Shoutout an alle Krankenpfleger, an alle Altenpfleger, an alle Leute, die soziale Berufe ausüben, an alle Leute, die das ehrenamtlich machen. True, auf jeden Fall. Und ja, der Hand geht's immer besser und hoffentlich kann ich dann bald zurückfliegen. Ja, das war die Story. Ich habe noch ein Tattoo im Kopf, was ich sehr gerne hätte. Danach weiß ich nicht, ob ich fertig bin oder nicht. Wir werden es sehen. Die Zeit wird es uns sagen. Man ist nie fertig mit Tattoos. Wenn man einmal angefangen hat, ist man nie fertig. Vielen Dank fürs Zusehen. Küsse gehen raus an alle. Küsse gehen raus, das ist wahr. Küsse gehen raus auch an Melina Sophie. Checkt sie gerne aus, wenn ihr mehr sehen wollt von ihr. Sehr interessantes Video. Ich bin einfach nur froh, dass ihr keine bleibenden Schäden geblieben sind, außer vielleicht, dass das Tattoo ein bisschen jetzt nochmal nachgestochen werden muss oder so im schlimmsten Falle. Aber Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.